Herzlich willkommen. Das ist die Sendung für Ihren Wochenausklang mit Günther Leiner, Eva Marolsch, Clemens Maria Schreiner, Severin Gröbner und Gerold Rudle. Nach vielen Jahren dieser Sendung feiern wir also gewöhnlich so im März immer Frühling, Festtag des Waldes, des Wassers oder was auch immer. Wir haben uns gedacht, nein, wir müssen neue Wege beschreiten. Und da haben wir etwas gefunden, den Welttag des Puppenspiels einerseits. Ja, der findet am 21. März statt, also das war auch gestern. Und der Welttag der Poesie. Oh. Ja. Nein, hör auf. Ja, von der UNESCO im Jahr 2000 ausgerufen. Und die möchte auf den zunehmenden Bedeutungsverlust der Poesie damit hinweisen. Das finde ich was sehr Schönes und hat einen Applaus verdient. Ja, wunderbar. Gell? Applaus für Poesie und Puppen. Applaus. Gut. Was? Na, der Leiner überlegt. Du verstehst schon, was Poesie sollen wir Poesie erklären? Ja, was ist Poesie genau? Alles, oder? Mhm. Nein. Poesie ist alles, was Schönes, alles, was Literarisches, Romantik. Was, die Eva Marold ist Poesie? Zum Beispiel, selbstverständlich. Oh, das war jetzt kitschig und gelogen auch. Aber nein, überhaupt. Ich würde niemals lügen in dieser Sendung. Mein erstes Püppchen. Ja, ich gehe dann, gell? Oh, aber sag mir vorher noch, was ist die Kronenschüchternheit? Die Kronen? Dann kannst du gehen. Kronenschüchternheit. Ja, das ist, wenn die Puppen nicht mehr will und dann denkt sie, wenn zum Beispiel sie wird ja gekrönt, Charles wird zum Beispiel gekrönt. Na, der hat zum Beispiel ausgeprägte Kronenschüchternheit, bei dem wird das in dem Leben nichts mehr. Also da, ja. Das geht einfach. Okay. Und dann noch einmal, aber jetzt. Aber nicht, dass er schüchtern, sondern man ist schüchtern, sich einem Menschen mit Krone zu nähern. Oh, was lachst du so blöd? Entschuldigung, ich habe gewusst, das ist eine humoristische Sendung, da darf man nicht lachen. Nein, ich glaube, die Kronenschüchternheit ist eher umgekehrt. Das ist, man kennt es ja am Sonntag, da hängen ja diverse Zeitungen zum bargeldfreien Verkauf draußen. Und wenn man sich das nicht traut... Ich weiß, du brauchst es gar nicht mehr sagen, wir wissen schon... Wenn man dann nicht traut, dann ist die Kronenschüchternheit. Dann flattert man den Standard, nicht die Kronen. Ja, okay. Oder ist die Kronenschüchternheit ist vielleicht eher sowas, was mit der Angst vor dem Zahnarzt zu tun hat. Ja? Also man sagt nicht, wenn man sagt Angst vor dem Zahnarzt, das klingt gleich so ein bisschen, ein bisschen Weichei. Ne? Aber man kann so ganz locker in die Konversation einstreuen, ich habe eine geringe Kronenschüchternheit. Ja, aber bei manchen Leuten sieht man es eher. Das ist eine anerkannte Phobie, die Kronenschüchternheit. Ja. Also ich meine, ja, so quasi ja, ja. Absolut, ja. Also ein eingetragenes Krankheitsbild. Genau dasselbe wollte ich jetzt auch sagen, wirklich. Wirklich? Ja. Aber nur ganz anders. Ja. Ja, sag einmal, Günther, wie hättest du es gesagt? Nein, ich habe heute Zahnweh zum Beispiel. Ich habe wirklich Zahnweh. Das wirklich? Das kann ich mehr. Du hast heute jetzt hier, am 22. März um 22.15 Uhr. Oder 22.20 Uhr, bitte verzeihen, wenn es nicht. Und ich habe wirklich extrem Zahnweh. Ja. Und jetzt ist der Zahnarzt mehr offen. Nein, eben. Ja, ja, aber das ist gut, dass du halt nur im Fernsehen bist und nicht irgendwo auftreten musst. Ja. Stell dir vor, das wäre ja blöd. Ja, das war deppert. Aber da war ich schon fertig jetzt. Beim 8. fange ich an, um 10:30 habe ich schon mein erstes Bier. Okay. Dann spüre ich es nicht mehr so. Nein, aber das ist genau das. Aber Günther, da wäre es viel gescheiter gewesen, du wärst vor 1,5 Wochen, wie du es gemerkt hast, zum Zahnarzt gegangen, dann hättest du heute am 22. kein Zahnweh mehr. Das ist... Ja. Der erste Gedichtband an Clemens Maria Schreiner. So. Ich habe gerade überlegt, wenn ich um 8 Uhr anfange zum Spielen, habe ich um 7 Uhr mein erstes Bier. Ja. Gut. Haben nicht Bierflaschen immer Kronenkorken? Die haben Kronenkorken, gell? Sagt man da Kronenkorken? Mhm. Ja. Das heißt, du hast mehr Kronenschüchternheit als sie.
Ja, du trinkst erst später und sie trinkt schon um 7 nicht. Das ist eindeutig keine Kronenkorkenschüchternheit. Nein, auch nicht. Ist nein, es nicht. Wirklich, jetzt habe ich wirklich, ich hab jetzt wirklich schon geglaubt, dass ich noch dran bin. Wirklich, ja? Ja, ich habe jetzt auch lange überlegt, wie dir aufgefallen ist, ganz sicher. Ja, ja, bin ich da schon aufgefallen? Ich habe es bemerkt, ich habe es gespürt. Ich bin mir nicht sicher, ob dir heute viel auffällt, weil dir sind ja schon zwei Puppen runtergefallen, eine hat daneben gehauen. Du, ist ja besser, mir fallen die Puppen runter, normalerweise fällt mir bei euren Antworten die Lotto. Also so gesehen, ich bin ich da, okay? Aber, ja, vielleicht ist Kronenschüchternheit ein politischer Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Ja, ich glaube, es ist das Logischste. Ja. Deshalb wird es auch im 21. Jahrhundert abgefragt. Ja. Warum? Weil das waren ja überall gekrönte Häupter. Ja. Und wenn man gesagt hat, man ist ein Demokrat oder Republikaner, also man wollte eigentlich ein Antimonarchist, kurz gesagt, das hat man sehr schnell Besuch von der örtlichen Geheimpolizei bekommen und deshalb hat man das so nicht gesagt, sondern gesagt, nein, ich habe so eine gewisse Kronenschüchternheit. Mhm. Und das war so Code, damit sich die Demokraten erkannten. Das war sehr ausführlich, sehr schön. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Immer Brille, ich muss. Du bist so. Ich muss. War es super. Oh, jetzt haben wir schon so spät gemacht. Wir waren keine Antwort mit dem roten. Nein, nicht annähernd. Ich habe noch einen anderen Ansatz. Ja, also, und zwar? Also ich war ja ein sehr risikofreudiges Kind. Jetzt lacht es nicht so deppert, die Leute wissen nicht, dass das lustig ist. Ja, okay. Du warst der Streber, sonst gar nichts, oder? Naja, aber irgendwer muss am Spielplatz auch schauen, ob alle Vorschriften eingehalten werden. Weißt also das, okay. Flockwart! Ja, ich hab halt geschaut, dass schön der Reihe nach gerutscht wird und so, ne? Muss auch machen. Und da habe ich zum Beispiel, also, wenn man dann andere so auf sehr hohe Bäume geklettert sind und so, ja, dann bin ich eher unten stehen blieben, weil ausgeprägte auf Bäume gezogene Kronenscheuheit. Ne? Schüchternheit. Aber wieso hast du eigentlich mir angeschaut, wie ein Baum aufgegraben? Also, weil es mir lustig vorstellt. Ja. Nicht aber. Da hat er die Krone der Schüchternheit von mir, glaube ich. Wenn ich die hat dann eine Schwäche, je nachdem, wie weit du kommst. Hilf uns ein bisschen. Der Clemens war jetzt der Erste. Naja, aber wenn ich es sage, dann wisst ihr es sofort. Die Baumkrone. Ja, ihr wart immer bei den gekrönten Häuptern, ihr wart bei der Krone beim Zahnarzt, ihr wart bei der Zeitung, aber der Clemens war der Erste, der wirklich bei der Krone war, um die es geht, um die Baumkrone. Mhm. Ja, aber jetzt müsste man nur wissen, was ist die Kronenschüchternheit. Ja, weil der Baum nicht gescheit wächst. Wenn er nicht gescheit wächst? Nein, weil du nur bis zur Hälfte wächst. Nein, entweder irgendwelche... Was ist? Ja, der Eva taugt es eh nicht. Ich hab das gar nicht zugehört. Ein Baum, der zum Trotz nur bis zur Hälfte wächst. Die Krone, wenn der Nein, ich hab dir nur ein Atmen gehört, wo ich dachte, das wird nichts. Quasi da. Du hast ihn übersehen. Schau, wenn der Baum fertig war, dann ist oben die Krone. Das ist dann die Krone der Schöpfung. Mhm. Ja. Und wenn der Baum aber nur bis zur Hälfte wächst, jetzt freut es mich nicht mehr, weil ich habe die Kronenschüchternheit. Ich wachse nicht weiter. Ja, das ist wie wenn ein Kind zum Wachsen aufhört. Ja, ich weiß. Aber wie stellst du dir das vor? Da wächst dann nur ein Stamm und oben ist keine Krone. Ja, frag nicht deppert nach. Das ist so quasi der Oskar Mazarat aus der Baumschule. Ich wollte nur aufklären. Ja. Nein, ich wollte nur aufklären, das, was du meinst, Günther, das ist keine Kronenschüchternheit, das ist ein Maibaum. Ja, also, das ist nämlich was anderes. Du musst total aufpassen. Sehr lustig. Es geht um Baumkronen. Eben, wie ich schon gesagt habe, ein Phänomen, das viele Baumarten auch im dichten Blätterdach des Waldes, mir ist das noch nie aufgefallen, einen respektvollen Abstand zu ihren Nachbarn einhalten. Habt ihr schon mal im Wald nach oben geschaut? Macht es einmal. Schaut sich das an. Aber da schaust du ja von unten dann, nicht von oben.
Ich habe gesagt, habt ihr schon im Wald nach oben geschaut? Also nach oben, Entschuldigung. Ich gehe aber davon aus, dass ich unten bin, weil ich nicht so gut wie du fliegen kann. Also deswegen... Ich bin selten in einem Wald, muss ich ganz sagen. Ja, das... Wobei, auch da gibt es was zum Essen. Man muss es nur finden. Aber schau, du siehst genau, wie sie die Kontur des Nachbarbaums einhalten. Das ist die Natur, faszinierend. Ha? Interessant. Ja, die Natur, die kann was. Ja. Das ist quasi das Gegenteil vom 13a um 17 Uhr. Aber das ist... Das, ja. Gut. Jetzt muss man was sagen den Vorarlberger, Tiroler und Salzburger und oberösterreichischen Zusehern. Was der 13a ist? 13 ist, oder? Ach, weil was 17 Uhr ist. Du, 17 Uhr, verstehen Sie noch? Problematisch wird es bei Viertel nach fünf oder Viertel. Wie ja, ist wir das? Sagen Viertel nach fünf und ihr sagt Viertel sechs. Genau, sind Sie, so ist es, ja. Ey, ist wie jeder vernünftige Mensch. Also, das ist überhaupt dabei. Gut, alles klar, noch Fragen zur Baumschüchternheit, zur Kronen. Was haben wir gehabt? Von der Kronenschüchternheit. Ja. Bitte? Das ist wirklich der Begriff, oder was? Oder ist das erfunden? Nein. Gut, ich glaube, du hast das Konzept der Sendung nicht ganz durchschaut. Na schau, ich bin jetzt schon sehr lang, aber das ist ja nicht das. Ja, was glaubst du, jetzt haben wir über 490... Wir erfinden die Antworten, er hat die richtige. Ach so. Danke, Eva. Danke. Danke für die Unterstützung. Und das ist aber für dich, damit du jetzt auch ein... Oh, jetzt ist da nicht dran. Du darfst dich nicht beschweren, dass du nichts hast. Bitte greif ihm nicht aufs Puppen. Jeanette Fitz aus Lustenau. Danke, 300 Euro Büchergutschein. Lustenau. So. Pass auf, damit du jetzt nicht fragst, ob wir was erfunden haben. Ein Piktogramm, damit du weißt, das gibt es tatsächlich. Ja? Haben nicht wir erfunden, das hat eine Seherin eingeschickt und ich sage noch nicht, wo sie es entdeckt hat. Aber sie hat es entdeckt und hat es uns geschickt. Was soll dieses Piktogramm bedeuten? Ist ganz eindeutig Vorsicht beim YMCA-Tanzen vor der Schiebetüre. Eigentlich. Der Schiebetüre, geil. Ja. Und wovor soll es warnen, dass man sich nicht einzwickt bei der Schiebetür? Ja. Du, da gibt es sehr viele Risiken. Das weiß ich nur aus meiner Zeit am Spielplatz. Es kann überall viel passieren. Und, gleich ist was geschenkt, gell? Ja, absolut, absolut. Diese fünf Spielplätze mit den Schiebetüren, das ist... Ja. Nein, sie haben ja damals alle abschaffen lassen. Ja, genau. Du hast die abschaffen lassen, genau. Aber oder es ist rot, das ist ein Verbot. Rot? Rot? Oder ist das wurscht, das mal die Frage? Nein, es ist nicht wurscht, nur dieses Rot ist kein Verbotsrot. Das ist ja kein... Na, was denn? Eine Empfehlung dagegen, Rot. Das ist ein erotisches Rot. Das ist diese Tanzstangen. Pole Dance. Pole Dance? Pole Dance. Ah, Pole. Das heißt, Pole Dance heißt praktisch, bevor du aufgreifst, tu dir waschen, weil du hast die Achsen rutscht. Ein bisschen. Du meinst tatsächlich, es ist so quasi in der Garderobe... Nein, der ich weiß, wo es hängt. Gleich daneben, bei Dancing Stars. Bei Dancing Stars gibt es kein Pole-Dancing. Nein, heuer, ganz neu, wurde eingeführt. Und ich freue mich schon auf Sunny Melisch und Herrn Petzen auf der Pole-Dance. Yes. Aha. Ich glaube... Ja, aber das ist, ja. Das ist ein Hinweiszeichen. Also ich habe einen Hinweis. Ich glaube, dass das zum, am Anfang Mai, am 1. Mai, wird das aufgestellt. Sagt, da geht es zum Maibaumkraxen und sagt, wo muss ich denn hinkriegen? So, aufhören. Wahnsinn. Okay. Aber ein Hinweiszeichen. Ja, ein Hinweiszeichen. Nein, ein Hinweiszeichen. Naja, Hinweis. In der U-Bahn. Es geht. Achtung, hier wird getanzt. Ja, nein. Es ist nur lustig, bei dem Rot. Du hast mit dem Rot angefangen. Ja, okay? Ja, mir ist das heute bei der Proberunde, ist mir das Rot gar nicht so bewusst geworden. Jetzt, wo du es gesagt hast und ich ja die Antwort kenne, kann ich dieses Rot tatsächlich in einen Zusammenhang ein setzen. Ein erotisches Rot. Das ist deine. Das ist, da ist nur der Wunsch der Vater des Gedanken. In dieser Sauna kann man stehen. Aber wieso ist es? Genau? Also du meinst, das Rot ist die Hitze. Ja. Gute Assoziation. Rot, Hitze. Es ist tatsächlich aus einer Hotelbroschüre aus einem Hotel auf Kreta. Aha. Ja, keine Aircondition. Die Dame war. Es war eine Dame, oder? Ja, es war eine Dame. Achtung, der Mann gegenüber tanzt gern nackt.
Mann gegenüber tanzt gerne. Ja, so ein Hotel, das ist in einem Hotel. Nicht die Fensterscheibe angreifen, Fensterscheibe wird urheiß. Oh. Fensterscheibe urheiß. Aber urheiß muss mir jetzt auch die Oberösterreicher erklären. Urheiß. Ich glaube, Wahnsinn. Ja, naja, aber das ist auch nicht blöd, weil natürlich auf Kreta kann es stellenweise warm werden. Wenn die keine isolierten, also isoliert im Sinne von vom Rahmen her, no, wenn das aus Messing ist, ein Messingfenster. Geschlecht, die wollen ja, die Zeuge schütteln, hinhängen wollen, sonst aber loswerden. Also das kann ja nichts anderes. Das ist aus irgendeiner deutschen Fernsehsendung. Eine Satire-Show, wo sie sich da auch über Steuerverschwendung lustig machen, da hat eine kleine deutsche Gemeinde tatsächlich Bänke aus Messing, weil es einfach irrsinnig geil ausschaut. Die im Sommer konnte sich keiner mehr hinsetzen. Ja, ja. Aber dafür haben sie die städtischen Grillplätze auflassen. Ja, das haben sie, ausgebaut, das haben sie gezeigt. Genau das haben sie dann, ja, mit Spiegelei. Deswegen ist mir das jetzt mit Messingrahmen und dann wird es urheiß. Ja, urheiß, sonst wenn du die Fensterscheiben auch wirst schwitzert. Bitte? Wenn du die Fensterscheiben, wenn du das Fenster angreifst, wirst schwitzert, hast urheiß. Ich glaube, das heißt, wenn sie die Balkontüre auch öffnen oder das Bodenfenster, müssen sie aufpassen, dass sie nicht rausfliegen. Warum ist dann rot? Achtung, gefährlich nahe Waldbrände. Wenn du, wir gehen davon aus, dass Waldbrände vergisst, aber es ist nicht. Aber sonst sehr gut. Gefährlich. Achtung, gefährlich. Achtung, was du meinst. Gefährlich. Das war dann richtig gefährlich. Da steht jetzt schon Fenster. Und jetzt, hinten ist rot. Was ist dann? Hitze. Es brennt. Es brennt. Öffnen Sie nicht das Fenster, wenn es brennt, weil dann entsteht ein Durchzug. Flashback. Und dann fängt es erst richtig gut an. Bleiben Sie einfach ruhig vor dem Fenster sitzen. Bald ist alles vorbei. Das ist, es geht um das richtige Verhalten im Brandfall. Klammer, Standbild. So machen wir Fernsehen. Wenn der Gang bereits stark verqualmt ist, soll man im Zimmer bleiben, die Tür schließen und am Fenster auf sich aufmerksam machen. Da ist es. Wack, bis die Feuerwehr kommt. Cool. Das ist super. Aber das ist auch interessant, weil es ist ja ein Hotel auf Kreta. Ja. Allen anderen Touristen, außer den Deutschsprachigen, traut man das richtige Verhalten einfach so zu. Ja. Nein, sie hat wahrscheinlich nur das Deutsche fotografiert. Ah. Wahrscheinlich gibt es auch auf Englisch, Griechisch. Ja, weißt, manchmal geht es bei der Sendung um eine Überspitzung, wo man Humor herstellt und auf die Realität gar nicht so Bezug nimmt. Aber schön, dass du das so... Danke für die Hilfe. Also ehrlich, ich weiß jetzt ungefähr, wie sich die Burschen damals am Spielplatz Man muss ihn automatisch hassen. Ja, ich habe was gemacht. Und weil ich jetzt aber schon in dem Alter bin, lege ich ihm nicht eine auf, sondern gebe ihm deutsche Unsinnspoesie. Ja. Clemens Maria Schreiner. Aber Oliver, ja, wenn es da zu viel wird, ja, hau ich Momi, leg mich drauf. Clemens hat auch die Messingrutschen veranlasst. Ich bedanke mich jetzt bei der Dame, die das in Kreta fotografiert hat. Und danke, dass Sie die englischen Schilder nicht fotografiert haben, damit Clemens Maria Schreiner was aussetzen konnte. Cornelia Schmidt aus dem Dunkelsteiner Wald, Dankeschön. 300 Euro Büchergutschein. Moment. Sollte es mein Bild, Zusatz, PS, sollte es mein Bild in die Sendung schaffen, möchte ich bitten, dass die 300 Euro für einen guten Zweck gespendet werden. Danke und weiter so. Ich liebe diese Sendung. Danke. Bravo, Frau Cornelia. Meine Damen und Herren, wenn auch Sie Ihren 300 Euro Büchergutschein spenden wollen, bitte schicken Sie uns Ihre Fragen, schicken Sie uns kuriose Dinge. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Die Adressen sind wie immer an dieser Stelle eingeblendet. Diese Woche waren wir auch wieder bei jemandem zu Hause, der jetzt die nächste Frage für uns hat. Schönen guten Abend. Ich bin Philipp aus Wien und möchte von euch wissen, was ein Ghost Restaurant ist. Zu Deutsch Geisterrestaurant. Das Ghost Restaurant. Was ist es gibt einen Ghostwriter. Ein Ghostwriter. Das ist einer, der für einen anderen schreibt. Und im Ghost Restaurant, ich bin ja nicht fertig. Nein. Und im Ghost Restaurant gibt es keinen Chef. Im Ghost Restaurant ist wer, der für wen anderen kocht. Nein, nicht der für jemand anderen isst. Der für den anderen isst. Der Leiner ist so. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ach so, schade. Nein, da gibt es eben keinen Chef.
kein Koch, ja, sondern da wird das Essen, das sitzen zwar alle dort und glauben, das ist ein Restaurant, aber das Essen kommt von irgendwo her geliefert. Ah. Toll, gell? Toll. Nein, 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 nein. Nein, das gibt ja ein bisschen fertig. Ah. Das steckt was Wahres. Wobei mir die andere Antwort besser gefallen hat, dass der Ghostwriter ist, der jemand für anderen schreibt und der Liner ein Ghost Eater oder ein Ghost Restaurant ist, der Ghost für jemand Restaurant, anderen ja ist. Ja, ja. Das ist ja lustig. Nein, ich habe eine andere Idee, dass da nur Speisen gibt, die fürs Hirn gut sind. Ich bin ja, also ich weiß jetzt von, ich habe einen Kollegen, der ist, mit dem spielt Kabarett, der ist Ernährungsberater und der sagt, es gibt gewisse Lebensmittel und Speisen, die fürs Hirn gut sind. Und immer zwar? Ein Brot zum Beispiel. Leberkäse. Kohlenhydrate. Leberkäse. Nein, Kohlenhydrate sind gut fürs Hirn. Also das ist wirklich. Pasta. Bier. Ja, Bier, Kohlenhydrate halt, ja. ja, das ist als Ghostwriter und das ist jetzt für den Geist. Also praktisch, dass man dort Sachen gerade immer für den Geist irgendwie. Zum Beispiel gibt es eine Götterspeise. Ja, wisst ihr nicht, was ich jetzt mache? Oh ja, oh ja, das ist eine super Idee. Was gibt es denn heute? Brot, bitte. Nach dem Brot hier. Eva, das war eh okay, aber falsch. Aber man könnte daraus mit etwas so umlegen von vier Streichhölzern die richtige Antwort basteln. Was hast du gesagt? Na, was legen wir um? Ja, was legen wir um? Es gibt doch diese vielen Fahrradessenslieferanten, ja, die auch genau mit Mopeds herumfahren und so weiter. Ja. Und die brauchen natürlich, genauso wie es die Eva ja eigentlich nicht gesagt hat, aber doch gemeint hat, ja, ein Restaurant, das kocht. Weil der Fahrradfahrer selber mit seinem Rucksack stellt sich nicht daheim hin und wenn der Anruf kommt, genau, kocht er schnell was. Und wer und ist in diesen Restaurants, wo die kochen, wo die dann nachher hinfahren? Wer dort ist? Wer ist denn dort? Nur die Angestellten. Ja, ich ist dort. Niemand. Du siehst manchmal diese Restaurants und ja. Wer ist dort? Wer ist? Gibt es dort Gäste? Niemand. Gibt es dort Gäste? Es gibt dort gar keine Gäste. Warum? Weil sie es liefern. Weil nur liefern. Und deswegen könnte man das nennen? Ghost-Restaurant, weil ja kann. Vollkommen. Na, so schwer war das doch nicht, oder? Aber die Eva hat natürlich eine volle Steilvorlage geliefert. Wir kommen zum Ding der Woche. Oh, weia. Und jetzt schon wieder sowas. Ja. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen ganz kurz, wie ihr Insert zeigen, wozu das Ding der Woche dient. Ja, genau. Und dann gehen wir es rüber zum Gerold. Ich fange heute an. Du, ja, weil du da sitzt. Ja, das gut, ist cool. So. Ich weiß noch nicht, weil das, ich gebe es dir auf zwei Teile. Oder ich habe Angst, dass es dann, wenn man es wirft. Danke. Man kann es auseinandernehmen. Ja. Man kann es auch wieder zusammenstecken. Mhm. Es hat auf der einen Seite einen schwarzen Nuppel, der kleine Noppen hat, der auch so stehen würde. Ah, das schaut ein bisschen aus wie ein... Gibst du dein Glas mal weg, bitte? Nein. Auf der anderen Seite hat es ein Loch mhm, und auch einen schwarzen Gummirand. Ja? Und dann gibt es noch zwei... Schlitze. Danke. Schlitze, in die man was reinstecken könnte. Ich habe ja schon wieder, es tut mir so leid, wenn ich es wieder sage, aber ich habe schon wieder die Befürchtung, du kannst das brauchen, oder? Ja, das ist leider vollkommen richtig. Naja. Ich habe es jetzt schon lieb. Du hast es jetzt schon lieb? Du hast es lieb? Es ist etwas, das man lieb haben kann? Na, ich. Na, man muss du weißt, wie ich lebe. Also. Ja, ja, nein, nein, du bist ja schon jemand, der auch spezielle Dinge einfach ganz gern hat. Es aber fällt mir gar nicht schade, ein. Dass du Severin gesagt hast, der Oliver könnte es brauchen und schade, dass du gesagt hast, jo. Wieso? Wieso? Du weißt das? Nein, ich glaube, das ist ein Penisvergrößerer. Aber das... Ich kann es nicht brauchen. Danke, aber Eva. Danke. Das traue ich mir jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß, was du meinst, aber sei mal nicht böse. Eva, wenn einer so am Penis hat, braucht der keine Vergrößerung. Nein, aber auf das wird er ja... Der braucht, wenn, dann das Gegenteil. Ja, du kannst es ja, das ist es. Ah. Es ist das erste Penisverkleinerungsgerät. Und deswegen könnte ich es natürlich brauchen. Nein. So gut kenne ich dich nicht, aber ich bin's lustig. Schade, ich hab's Püppchen.
Also, es ist natürlich traurig, bei solchen Formen fällt einem nur... Das ist nicht das wahr. Das mit Niveau schwierig. Also ich konzentriere mich jetzt auf den Schlitz. irgendwas steckt man ja da hinein, damit man dann das irgendwie da verdingst. Weswegen es... Könnte sein Entsafter sein. Es ist ein Kreditkartenvernichter. Da steckst du eine Kreditkarte ein, wenn es abgelaufen ist. Und man sagt, wenn du das machst, bist du der dummste Kreditkartenvernichter ever. Hm? Da geht ja nichts, das musst du... Oder da kannst du es ein bisschen mit Emotion auch machen. Wenn du wirklich jetzt total in der, also wirklich total im Minus bist, du scheiß dich, du hast der Oliver, so der Oliver liebt es, er hat keine Kreditkarten. Du sagst ein Safter. Das ist nicht ein Safter, so du kannst eine Banane einstecken und die ausquetschen. Wer möchte eine Banane entsaften? Nein, nicht, also, nicht entsaften, aber sondern. Ja, schön, eine Banane ist schön. Du kannst einfach die Banane da so reinstecken und dann da genau, so ein bisschen da und so seitlich. Es aus. Außer, ja, du schälst die Banane mit dem. Ein Bananenschälgerät. Ja, dir traue ich sowas zu. Ja, das ist sowas, dass du das taugst. Ja. Was ist? Also man kann es auch noch in drei Teile zerlegen, das hilft einem aber auch überhaupt nicht weiter, darf ich rückmelden. Das ist, das zeigt glaub, nur, dass man es waschen kann. Reinigen. Man kann es sehr gut das reinigen. Zeigt nur, dass ja, reinigen kann. Genau, es schaut sehr hygienisch aus irgendwie. Mhm. Hast du vielleicht aus dem medizinischen Bereich um irgendwas? Um Gottes Christi Willen. Ja, na, da will ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Ja, bitte auf, nicht. Aber was willst du denn im medizinischen Bereich damit machen? Auch nicht. Na, man kann zum Beispiel relativ viel Druck aufbauen. Irgendwie. Kannst du was auswringen, was du nicht angreifen kannst oder willst, kannst du da reinstopfen und auswringen. Du bleibst beim Penis vergessen. Eva Marold. Na. Und jetzt war mir noch so was Schönes eingefallen. Der was? Sag. Ich wollte sagen, Einlauf für besonders große Arschlöcher. Naja. Na, bin ich froh, dass du nicht mehr drankommen bist. So, jetzt ist natürlich. Nein, aber das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Was, ich weiß jetzt schon, was da kommt, ja? Na, was kommt? Ein Wettex-Ausdrucker. Ja. Na, Alter, ich meine, das ist ja bei einem schon genau dasselbe. Du musst aber. Du musst aber viel Brot gegessen haben in letzter Zeit, geistige Nahrung. Unglaublich. Du bist ja gleich drauf. Du bist ja gleich drauf gekommen. Oh. Ja. Naja. Ich reg mich auf in dem. Ja. Günter Leiner, der beste Beweis, was Kohlenhydrate aus dir machen können. Oh. Das ist tatsächlich, also wenn das jetzt, vor allem wenn man es nicht angreifen will, weißt du, der Wettex-Völker hat ja die meisten Bakterien. Also das Oliver, Zwischenfrage, wie kommt es eine, wenn sie es nicht angreifen? Ja, genau. Da brauchst du eine Wettex-Zange. Da ziehe ich mir vorher die Gummihandschuhe an, aber dann kann ich es auch ausdrücken. Wenn du es nicht angreifen willst, dann kaufst du einen Geschirrspüler. So, und jetzt machen wir tatsächlich, ich habe es jetzt ein bisschen angefeuchtet mit meinem Trinkwasser und jetzt kannst du, schau, und das sieht man jetzt, hier. Ja, ja, es rinnt echt aus. Es rinnt echt super aus. Und dann kann man es natürlich wieder super aus. Das ist so hirnverbrannt. Nein. Das ist so hirnverbrannt. Nein, Severin, aus. Ich möchte was sagen. Jetzt werde ich ein bisschen die Stimmung leider kaputt. Nein, ich muss sie nicht kaputt machen. Es gibt tatsächlich Menschen, die nicht mehr die Kraft haben und ein Wettex-Fleckerl ausbringen müssen. Das kann verletzungsbedingt sein oder aus anderen Gründen. So, und die sind sehr froh, dass sie das haben, wenn sie wischen müssen, weil sie einfach tatsächlich mit den Knochen etc. Aber die Bewegung leichter ist als... Natürlich ist die, weil du hier mit so draufdrücken kannst, während du wirklich, das weiß jeder von uns, für so ein Wettex-Fleckerl einfach wirklich viel Kraft brauchst, um das auszuführen. Es ist auch sehr praktisch, wenn man kleine Kinder hat, dann macht man das Wettex aus, stellt es ihnen wohin, sagt so, und jetzt drückst du das aus und dann wischst du das auf und dann drückst du das aus und dann wischst du das aus und dann drückst du das aus und dann wischst du das aus und dann machen wir das auch. Wie man sieht, ich verstehe nur eines nicht, Clemens. Ich verstehe eines dabei nicht, wieso muss man dafür kleine Kinder haben? Nein, das ja, hat er, du weißt, das, ich wollte nicht so direkt sein. Das hat er nur gesagt wegen am Spielplatz. Er erinnert sich zurück. Er hat nämlich die Einheit. So, ja, du genau, tust genau. Das jetzt fertig machen, du druckst das aus. Genau. Und der Nächste, der mit dem bunten Hemd, bedankt sich dann noch bei der Julia Derflinger aus St. Marien in Oberösterreich für das Ding der Woche. So. Was gibt es Neues von Oberstleutnant Helmut Nowak? Kennst du den noch? Ja? Alias Gregor Seeberg. Ah. Der hieß damals in der Serie Soko Donau so. Da ist er da vor 2 Jahren ausgestiegen
und das aufgegeben, weil er sich neuen Dingen widmen wollte, beruflich, privat. Privat hat das super funktioniert, er ist mittlerweile Vater geworden. Und beruflich ist er jetzt auch auf den Kabarettbühnen Österreichs beheimatet. Vor 3 Tagen hatte er Premiere mit seinem neuen Solo-Programm Wunderboy. Und er hat heute für uns die Promi-Frage. Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eines meiner Lieblingsthemen betrifft die Vertrottelung der Menschheit. Ich weiß, wovon ich spreche. Und die heutige Frage hat mit diesem Thema zu tun. Und zwar: Womit treibt der amerikanische Präsident Donald Trump seine Mitarbeiter regelmäßig in den Wahnsinn? Das ist natürlich eine schwere Frage. Das ist sehr schwer. Naja, sollen wir jetzt alphabetisch oder wie soll man das aussehen? Ja, genau. Das ist natürlich schwierig. Genau. Naja. Es ist etwas, also ich beschäftige mich auch sehr gerne mit Donald Trump. Es ist etwas, was ich definitiv noch nicht in den Zeitungen gelesen habe. Wird nicht einfach sein, drauf zu kommen. Also was ich nur weiß, das hat jetzt nichts persönlich mit ihm zu tun, aber wie die Trump-Administration das Weiße Haus bezogen hat, haben sie ein paar von den Lichtschaltern nicht gleich gefunden. Und waren sie aber zu schade nachzufragen und haben nachweislich mehrere Monate lang gewisse Besprechungen in Räumen abgehalten, wo sie das Licht nicht eingeschalten haben können, weil sie sich einfach nicht traut haben, beim Obama-Kabinett nachzufragen, wo da der Lichtschalter ist. Und diese Situation wäre einfach extrem beruhigend, wenn das die Atomschalter auch betrifft. Das wäre völlig anderen Blick. Ja, okay. Ich weiß jetzt eines nicht, ihr habt sicher ganz genau zugehört, ob der Gregor gesagt hat, dass es sich explizit um Mitarbeiter im Weißen Haus handelt. Ja, hat er gesagt. Okay, das ist nämlich ganz wichtig. Ich glaub, also, es geht nicht um Mitarbeiter bei Wahlkampfveranstaltungen, sondern im Weißen Haus. Ich glaube, dass jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, egal wo er ist, muss, also wo er hinkommt, muss einen Haarspray eingesteckt haben. Weil wenn er sich irgendwo, wenn er kommt und sagt, irgendwie schein, möchte ich nur schnell die Haare richten, dann braucht man einen Haarspray. Ich glaube, das nervt die, weil die halt, was ich, da muss jeder, der Koch, die Putzfrau, die alle Politiker, alle müssen einen Haarspray eingesteckt haben. Im Weißen Haus. Ja, wenn es im Weißen Haus ist, ja. Ja. Warum? Gut, aber na, das würde dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, außerhalb. Ja, aber das ist eben innerhalb. Ja. Naja, weil, weißt du, wenn man rausgeht, weiß man ja, 33 Grad Wind, die Frisur hält. Ich glaub, auch passend zum heutigen Sendungsthema, der Donald Trump ist ja schon nicht einer, der sehr viel Brot schon gegessen hat in seinem Leben. Ich glaube, ja. Ja, das sehen wir wieder. Daher glaube ich, dass er, nämlich passend zum Sendungsthema heute, der spült gern. Ja? Also der irgendwann seine Konzentration, hat man ja auch gehört, hält genau 20 Minuten, dann ist irgendwie aus. Also du darfst ihm auch, wenn du ihn briefen willst, nicht mehr als in einer halben Seite, musst du ihm alles einschreiben, weil man noch 3 Seiten lesen muss, dann wird er ganz tronzig. Und dann geben sie ihm halt manchmal so kleine Dinosaurier, mit denen darf er dann spielen zwischendurch, damit er sich wieder ein bisschen beruhigt und unterschreiben tun wir erst später. Jetzt hat er aber so kleine Hände. Das heißt, manchmal spielt er mit dem Dinosaurier und haut den in einen Lüftungsschlitz. Ja. Und dann kommen die Erwachsenen mit den großen Händen und sagen, geschlecht, jetzt gehen wir wieder aufschrauben, weil die können nicht reingreifen. Und das nervt die halt wahnsinnig, weil Donald Trump mit seinen kleinen Händen, hallo, checkt ihr das nicht? Ich weiß nur, dass der Donald Trump wegen der kleinen Hände der Lieblingsdinosaurier Tyrannosaurus Rex, ne? Weil der auch so natürlich, kurze, ja, genau, Ärmchen hat. Genau. Das gut, ja, aber nicht nur kurze Ärmchen. Ich fühle mich nur jetzt ein bisschen ertappt, wie sie mir heute die Moderationskarten geschrieben haben und das war mir zu lang, haben sie mir dann ein Bückchen gegeben, ich habe sie in den Lüftungsschlitz gehaut und das war wie in der Lüftungsschlitz. Naja, das wollte er nicht fragen, dass auch du manchmal nervst. Woher weißt du, warst du dabei? Ich hab gesagt, das ist viel zu lang und dann habe ich wieder eine Anmoderation für den Gregor Seeberg. Das merke ich mir. Aber vielleicht betrifft es was anderes. Also der Präsident hat ja einen gewissen Einfluss darauf, wie das Weiße Haus innen gestaltet wird, welche Gemälde wo hängen und so. Und vielleicht ist er da einfach sehr lästig. Nein, da muss ich gleich ein, da kann ich euch sagen, es hat tatsächlich etwas mit seinen offiziellen Amtsgeschäften zu tun. Es ist keine private Marotte. Leider.
Er will ja auch offiziell immer entscheiden, wie er die Gemälde umhängt. Aber wenn er sie noch gerade auf den Balkon stellt, ist das dem wurscht, das soll sie noch gerade am Balkon stellen. Aber es ist etwas, wo es ein Protokoll gibt und da hält er sich nicht dran. Bei Staatsbesuchen zum Beispiel. Was, ja. Man weiß ja, dass er nicht so... Nein, im Weißen Haus. Im Weißen Haus im Staatsbesuch. Er tut es ja, dann jeden. Liebe Kinder, na, wo war denn jetzt, der Bundeskurzler? Also Entschuldigung, da entlacht sich schon sehr, wer überhaupt... Bundeskurzler! Also... Wo? Staatsbesuch. Wenn er Besuch empfängt. Na? Also wenn er Besuch empfängt. Er tut jeden sofort. Ja, aber so auf okay, danke. Auf Englisch. Entschuldige, ich hätte es erklärt und der Schreiner hätte mich wieder ermahnen können. Nein. Cool. Er zwingt jeden Staatsgast zum Golfspielen oder... Ja, genau, im Oval Office. Super. Genau. Mit seiner grünen Matte. Ja, da genau. So jetzt zuerst, wir müssen über Nordkorea reden. No, first we gotta... Du hast ihn echt super nachgemacht. Ja, super. Ich hab den so drauf. Das ist, er muss sich immer die Hände waschen, bevor er was unterschreibt. Nein, die müssen dann nicht dort stehen. Das ist doch so die Mitarbeiterwurst. Das ist die Mitarbeiterwurst. Ja, die müssen mit Lavur kommen. Ja, aber die müssen mit so einer heißen Lavur kommen, mit einem kleinen Ich glaube, es müssen einfach immer alle da sein. Es müssen ununterbrochen alle da sein. Bei jeder Tür muss einer stehen und muss ununterbrochen sagen, Hello, Mr. President. Welcome, Mr. President. Good morning, Mr. President. Are you hungry, Mr. President? Aber weil er so gern hört, dass er Präsident ist. Nein, weil da sind sie nicht offiziell dazu verpflichtet. Jetzt, also jetzt müsste man halt wissen. Aber geht's, ne? geht's um den Secret Service vielleicht? Also nein. Darum, nein. Sein Staff im Weißen Haus. Aber er weicht einfach von dem vereinbarten Ablauf irgendwie ab. Also sie setzen sich zusammen, sagen, wir machen das auch so. Und dann macht er das spontan anders. Wo Secret Service wäre schön gewesen. Weil da könnte man sowas machen. Zwingt den Secret Service, sich um seine Körperflüssigkeiten zu kümmern, weil es ein Secret-Service ist. Aha, ja. Aber ist eh falsch. Heute auch, du kriegst Bücher, ich krieg Puppeln. Ja, wenn man die Bücher ausgibt. Da gibt es auch so eine Unterwäschefirma, die heißt da Victoria's Secret. Ja, jedes Mal habe ich mal einen. Wer zieht das an? Aber ich glaube, jedes Mal. Für denselben Witz kriegt sie ein Buch, ist unfair. Ja. Also, aber weißt du, sie bekommt Gedichte. Weißt du, von wem? Von Friedrich Nietzsche. Kommentiert von Donald Trump. Das ist der, die Bilder mit dem Schweineblut macht, gell? Genau. Ich mein, Prinzip, oder ich glaube, er weiß die Namen von den Staatsgästen nicht und die müssen immer ihm sagen, wer das gerade ist. Und die wissen nein, oft auch ist, nicht. Es ist, ich würde es so gerne darstellen, aber der Gregor Seeberg hat sich so viel Mühe gemacht, uns die richtige Antwort aufs Band aufzunehmen. Und deswegen aber, ja, bitte, Gregor. Also es ist so, Donald Trump ist ja gelinde gesagt auf viele Arten und Weisen verhaltensoriginell. Er hat auch eine Angewohnheit, die zwar nicht gefährlich ist, aber ziemlich lästig. Und zwar zerreißt er Papier, das er in Händen hält, in kleine Schnipsel. Da aber jetzt jedes Dokument, das über den Schreibtisch im Oval Office gegangen ist, archiviert werden muss, müssen die Mitarbeiter diese Schnipsel dann zusammensuchen und wieder zusammenfügen. Es ist wie bei Was gibt es Neues? Wirklich. Auch wir müssen nachher die Modkappen, offiziell werden die abgelegt. Und deswegen mache ich mich gerade ganz beliebt bei meiner Redaktion, weil die müssen nämlich auch nach jeder Sendung müssen die Moderationskarten ablegen. Und deswegen wünsche ich, man nennt mich auch den Donald Trump des ORF. Des ORF. Fake News. Ich finde es aber irgendwie finde ich das auch beruhigend. Okay, ja, ihr wart großartig. Danke vielmals an mein Rappeteam, an Sie, Ihren Saal und auch ein Dankeschön an Sie zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen schon nächste Woche bei Was gibt es Neues? Ja, okay, it's great. It's huge.